Ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst aus der Schlosskirche Bonn zum 4. Advent. Es ist die Zeit, in der wir auf Weihnachten zugehen. Es ist die Zeit der Erwartung, es ist die Zeit der Kindergeschichten. Und eine Kindergeschichte ist auch der Predigttext für diesen 4. Advent. Ein Kind wird geboren, nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, sondern auch in der Geschichte, die uns für heute aufgegeben ist, wird die Geburt eines Kindes angekündigt. Völlig unerwartet und auch an einem Ort, wo man dies nicht erwartet. Diese Geschichte kommt aus der Zeit, als Gott den Menschen persönlich begegnete. Und das ist vielleicht die erste und die wesentliche Pointe dieser Geschichte, denn Gott will erkannt werden, wenn man ihm denn begegnet. Der Nomade und Viehzüchter Abraham saß in dem Hain Mamre mitten in der Wüste vor seinem Zelt. Drei Männer kamen zu ihm und er erkannte, hier ist Gott, der zu mir kommt. Das ist, finde ich, bereits eine wesentliche Pointe dieser Geschichte. Abraham erkennt, dass Gott ihm begegnet. Erkennen wir, wenn Gott uns begegnet? Nehmen wir ihn wahr und woran bemerkt man, dass es Gott ist, der einem begegnet? Kann man von Abraham lernen, was man tut, wenn Gott zu Besuch ist? Ich lese aus dem Predigttext aus dem 1. Buch Mose im 18. Kapitel. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feines Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Gott wird reich bewirtet in dieser Geschichte. So schnell er kann, eilfertig und zugewandt, bringt Abraham auf den Tisch, was Feld und Zelt hergibt. Wie wäre das, wenn Gott bei uns zum Essen käme? Würden wir ihn bemerken? Würden wir ihn als Gast begrüßen? Würden wir ihn bewirten? Szenenwechsel. Was eigentlich gibt es bei Ihnen an Heiligabend zu essen? In vielen Familien gibt es hier eine jahrelang gepflegte Tradition. Enten und Gänse sind knapp zum Fest. Weihnachten, das Fest der Erinnerungen, das Fest der Traditionen, das Fest der Rituale. Auch das gemeinsame Essen gehört dazu. Für mich sind die Erinnerungen aus der Kinderzeit fest verbunden mit den Weihnachtsfesten im Haus meiner Oma. Sie war Bäuerin in Westpreußen und liebte es, an Weihnachten die ganze Familie zu bekochen. Und ich sehe es noch vor mir, den Baum in ihrem Haus in Bielefeld, und ich rieche den Braten im Ofen und das schwere Plüsch ihrer Möbel. Kaum irgendwo habe ich mich als Kind so geborgen gefühlt wie an Weihnachten im Haus meiner Oma. Ist vielleicht bei solchen Mahlzeiten auch Gott zu Gast? Und ist das eine Spur, die er in unser Leben legt? Und ist es vielleicht deshalb, dass wir uns so lange an diese Weihnachtsfeste erinnern? Und vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht ist Gott an Weihnachten nicht nur in den Gottesdiensten zu Gast, sondern auch beim Essen. Mit den Menschen, die uns nahe sind und vielleicht in der Tradition, die die Familie oder man selbst pflegt. Zurück zur Geschichte von Abraham und Sarah. Gott redet zu den beiden. Er sagt: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Beide, Sarah und Abraham, sind alt. Und die Reaktion von Sarah ist überaus verständlich.
Diese Ansage, die ihr da gemacht wird, die lässt sich schwer glauben. Wie heißt es im ersten Buch Mose? Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin? Und doch geht diese Ansage in Erfüllung. Übers Jahr ist Isaak geboren, Abrahams und Sarahs einziger Sohn. Woran erkennt man, dass Gott zu Besuch ist? Daran, dass sich erfüllt, was er sagt. Und daran, dass man nicht vergisst, was er gesagt hat. Einen Sohn haben Abraham und Sarah und viele, viele Urenkel. Es wird ein Volk aus diesem Bund zwischen Abraham und Sarah. Dass Gott im Spiel ist, merkt man auch daran, dass Segen sich auswirkt. Gegen alle menschliche Erwartung. Abraham und Sarah werden hochbetagt, die Ureltern eines ganzen Volkes. Gottes Segen wirkt. Sichtbar und in vielen Fällen völlig unerwartet. Wir planen. Wir planen unser Leben, wir planen das Weihnachtsfest. Und dann kommt es anders. Und Gott holt uns ein, vielleicht völlig unerwartet, auf eine Weise, wie nur er das kann. Man muss sie nur erkennen. Das Entscheidende, was uns widerfährt, passiert aus Gottes Hand. Es passiert und will als Segen erkannt, bewirtet und erinnert werden. Und in diesem Jahr, in diesem Advent, wirkt er auch jetzt, der göttliche Segen. Die Welt kämpft mit einer Pandemie, wie wir sie seit Generationen nicht gekannt haben. Vielleicht seit Kriegsende gar nicht. Wie viel Trauer, wie viel Sorge, wie viel Angst, wie viel Kampf um sterbende Menschen ist in der Welt. Was für ein Jahr geht zu Ende, dieses Jahr 2020. Und wie viele Nachrichten haben wir vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen, während man die Zahlen der Infizierten und der Todesfälle in den Nachrichten verfolgt, während man verfolgt, wie andere Länder mit dieser Pandemie umgehen. Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor. Fast 80 Millionen Menschen waren es am Jahreswechsel 2019. Und auch das Artensterben in der Welt geht weiter. Seit 50 Jahren hat sich die Zahl der Populationen von Fischen, Amphibien, Vögeln, Reptilien, Säugetieren um die Hälfte vermindert. Und vielleicht mehr an manchen Stellen. Der Regenwald brennt. Unwiederbringlich. All dies passiert, während wir mit der Pandemie kämpfen und wir nehmen es vielleicht nicht so zur Kenntnis, wie wir es müssten. Denn es ist Gottes Schöpfung, die hier auf dem Spiel steht. Aber daneben, damit, darunter, das andere passiert auch. Kinder wurden geboren auch in diesem Jahr. Und es werden Menschen umsorgt und gepflegt, Alte, Kranke und Kinder. Und es wird um das Leben gekämpft von Menschen, die jetzt an diesem Covid-Virus erkrankt sind, auf Intensivstationen, in Pflegeheimen, an vielen Orten der Welt. All dies passiert gleichzeitig. Wie unüberschaubar ist unsere Welt, während sie doch so nah zusammenrückt. Was wäre Gottes Ansage, wenn er, wie bei Abraham, heute bei uns zu Gast wäre und an Weihnachten mit am Tisch säße? Würde er uns die Leviten lesen, und zwar tüchtig, weil seine Schöpfung so stark verwüstet ist, wie noch von keiner Generation vorher? Würde er vielleicht dies andere auch bemerken, die vielen Spuren von Zuwendung, Zuneigung, Liebe und Engagement, die auch in der Welt sind, um seine Liebe weiterzutragen? Was würde er sagen, uns, in dieser Weihnacht 2020? Vielleicht würde er verweisen auf das göttliche Kind in der Krippe. Jesus von Nazareth wird in einem Stall geboren. Und Isaak wird Abraham und Sarah in einem Zelt verheißen. Kann es sein, dass Gott gerade das Unscheinbare wählt, um uns nahe zu kommen?
Kann es sein, dass Gott es liebt, gegen alle Erwartung im Unscheinbaren seinen Willen kundzutun und uns zu überraschen? Weihnachten und bereits der vierte Advent ist eine Einladung, ihm zu vertrauen, ihn als Gast zu erkennen in unserer Welt, ihn zu bewirten und seinen Segen weiterzutragen. Ihnen einen gesegneten vierten Advent, eine gesegnete Weihnacht oder ein gutes neues Jahr 2021. Vertrauen wir Gott, erkennen wir ihn, wenn er uns besuchen will, und tragen wir seinen Segen weiter. Amen. Ich spreche ein Segensgebet zum vierten Advent. Treuer Gott, bleib bei deinem Ja zu uns. Segne deine Welt in diesem Advent. Segne das Leben der Erkrankten, dass sie Menschen haben, die ihnen nahe sind. Dass sie Menschen haben, die ihnen Beistand geben, sie umsorgen. Treuer Gott, segne die Trauernden. Segne alle, die allein sind, alle, die verzweifeln. Sag Ja zu den Menschen in aller Welt, die vor Gewalt und Krieg geflohen sind. Und lass sie Zuflucht finden. Treuer Gott, du hast dein Ja zum Menschsein in Jesus Christus gesprochen, der in einer Krippe geboren wird. Auf ihn warten wir. Ihm vertrauen wir uns und deine Welt an, heute und in den kommenden festlichen Tagen. Bleib bei deinem Ja zu uns und zu deiner Welt. Segne uns und deine Schöpfung.